So, meine Freunde, da bin ich wieder mit Let's Play Yakuza. Ach ja. Ein Spiel kann man richtig schön entspannen hier. So. Auch wenn hier nur geprügelt wird. Naja, egal. Wir machen jetzt uns auf dem Weg ins. Wie hieß das noch? Ins. Ach Gott. Vergiss nicht, guck mal auf Mission. Dafür haben wir das ja. Ins Fegefeuer, genau. Es befindet sich wohl im nördlichen Kiez. Was hat das zu bedeuten? Also nicht. Ja, nicht der Kiez, der denn. Sondern den Kiez. Gehe zum Fickfeuer. Korridor vom Serena. Gut, dann wollen wir mal nach unten. In den Aufzug steigen. Mit Geschoss. Gut, dann wollen wir mal. Und wie gesagt, so billig kämpfe, wenn einer auf mich zugerannt kommt, die werde ich rausschneiden, weil die eh unwichtig sind und ohne Belang. Oh, der hat bestimmt was zu sagen. Der steht ja vor. Ich bin müde. So müde. Was ist passiert? Hör dir das an, Mann. Die Bar hat um 6 Uhr morgens dicht gemacht und seitdem bin ich mit dieser alten Sprulle unterwegs. Ich musste stundenlang den Arsch dieser alten Dame verwöhnen. Verstehe. Ist das nicht beschissen? Shota schickt mir nur diese hässliche Frauen. Ich habe echt die Schnauze voll. Tut mir leid, dass ich dich gestört habe. Ja, was soll ich. Was soll ich da jetzt gegen machen? Oh, es ist hell. Fällt mir gerade auf. Wieso fällt mir das jetzt erst auf? Ich habe keine Ahnung. Ja, jetzt müssen wir erstmal herausfinden. Wo. Was ist denn eigentlich in der letzten Folge passiert? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Das ist echt tödlich bei diesem Game. Das ist echt tödlich. Ich muss mal die Story nochmal auffrischen hier. Also ich weiß, dass ich die Tochter von der Frau, also von Yumi, gefunden habe. Die hieß Hao. Wie hieß sie denn? H, U, D, bla bla bla. Irgendwie so. Was mit H? Hm. Ich hab's nicht so mit Namen. Ja, wie gesagt, ne? Tödlich. Wenn man sich vorher nicht vorbereitet mit der Story, das ist echt. Und das blind zu spielen ist auch irgendwie tödlich. Naja, egal. Wir gehen jetzt mal dahin. Und die Stadt scheint wieder ein wenig erweitert zu sein. So habe ich das Gefühl zumindest. Was ist das denn hier für ein Gebäude? Das ist wie so ein Rathaus oder so. Naja, gut. Haruka, glaube ich, ist das Mädchen. Und wir haben erfahren, dass Yumi die 15 Millionen geklaut hat. Oh nein. Arschloch! Du weißt noch nicht einmal, warum du gestoppt wurdest, oder? Schätze, ich muss dir verklickern, Mann. Deine Visage gefällt mir nicht. Das... Du so stark bist, Entschuldigung. Du hast 3000 Yen erhalten. Naja. Ja, links auf dem Kasten haben die. Unnötige Kämpfe. Aber man kriegt ein paar Erfahrungspunkte und ein bisschen Geld. Das ist ja schon mal was. Davon kann ich wieder zur Hostess gehen. Und ich habe immer noch nicht diese Bibliothek gefunden. Was doch immer passieren soll. Guck mal hier. Wir sind ja schon fast da. Im Fegefeuer. Ja, Eingang zum Fegefeuer. Das wirst du schon selbst herausfinden müssen. Kein Mensch will darüber sprechen, wie man hineinkommt. Okay, dann wollen wir mal gucken. Wie komme ich da rein? Da ist ein kleiner Junge, der findet immer einen Eingang. Was ist denn los? Oh, hörst du nicht meinen Magenknochen? Das ist mir wirklich peinlich. Das war ziemlich ein Hunger. Ja. Ich würde dir etwas geben. Tut mir leid, ich kann dir nichts geben. Das ist schon okay. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Bis dann. Vielleicht kann der Junge ja mir helfen, wie ich hier reinkomme. Also was will ein Mann wie du jetzt anstellen? Und weißt du, wir Kutzer sind im Fegefeuer unerwünscht. Ah ja. Aber kleine Junge nicht. Was ist hier los? Ach, ein Scheißhaus. Das ist ja erfreulich. Nicht benutzen. Steht auf einem gebrauchten Papier geschrieben.
Bah. Okay. Was ist denn hier los? Verdammt, Arsch. Hey du, hast du das Schild nicht gelesen? Hier steht nicht benutzen. Pass gefälligst besser auf. Hey du. Also ist dir wohl egal, was mit dir passiert. Ja. Ja. Ich habe den jetzt einfach angesprochen und ihn gereizt. Hoch. Get the fuck out of here. We don't need no Yakuza. You deaf? Fuck off! Aren't public restrooms open to everyone? Motherfucker! Yes. Yes. That's correct. I understand. Okay, let him through. This way. Follow me, Kazuma-san. So, you know my name already. Welcome to Purgatory, Kazuma-san. Okay. Fegefeuer. Was uns da wohl erwarten wird. Filme die Fresse polieren. Sag's doch einfach. Sag's doch einfach. Mann, das war sie doch. Okay. Hallo, wir sind auf ausgefallenen Waren spezialisiert, die in keinem anderen Laden erhältlich sind. Sehen Sie sich nur um. Taurina, Hammer, was ist das denn? Ein Holzzimmer, du kannst tun, als ob du auf der anderen Seite des Gesetzes wärst. Hä? Ja, warum sollte ich das auf mein Fahrzeug? Nun, eigentlich ist es ein Mini-Flammenwerfer. Ja, wunderbar. Was zum Bügeleisen? Böses Schwert. Ein Holzschwert aus Holz mit hoher Dichte. Es ist ziemlich schlagfertig. Handgranate. Ja, natürlich. Kampfsarashi. Das Metall ist dick wie Hölle. Es wird einige Schläge abhalten. Okay. Kaufen wir uns mal so ein Teil hier. Zick. Danke sehr. Noch viel Glück. Okay, werde ich brauchen. Warte, was? Warte, warte, ich ganz unten. Geh schon. Geh schon. Was wollten wir eigentlich nochmal hier? Ach ja, der Typ. Weiß Bescheid, wo Yumi sich aufhält, ne? So war das doch. Ah, ne, gar nicht, wo. Ja, doch, so war das doch, ne? Das Restaurant hatten wir ja gefunden, da war niemand. Speichern. Ach komm, das tun wir einfach mal. Okay. Zick. Zick. Okay. Wissen wir, wie viel? Für eine Meile hier.
Hast du heute vor Unterhaltung gibt? Hä, wer sind Sie? Nun, ich wollte wissen, was für eine Art Schuppen das hier ist. Schauen Sie sich um und entscheiden Sie selbst. Ich möchte mich mit diesem Mädchen vergnügen. Oh, hallo, sind Sie neu hier? Ja. Hihihi, du bist so süß. Wieso war das für ein gesellschaftlicher Anlass und nur für Vips? Hey, hast du überhaupt Geld? Du siehst nicht gerade reich aus. Genau, dieser Ort ist nichts für Leute wie Sie. Was machen Sie hier noch länger? Gehen Sie einfach. Man wird mir schon sehr freundlich begrüßt. Das ist ja doch gemütlich. Okay. Was ist das denn hier für ein Schuppen? Super laut, aber ohne Erlaubnis kommen sie hier nicht hinein. Okay, dann nicht. Das ist ja nichts hier. Wie gefällt es dir in der unterirdischen Stadt Kazuma-san? Du weißt, wer ich bin? Ja. Information ist das Herz des Fegefeuers. Alles, was über der Erde passiert, kommt früher oder später bei uns im Untergrund an. Nun, unser Boss erwartet dich schon. Ach, jetzt weiß ich auch wieder, was wir hier wollen. Wir wollen ja den Informanten finden. Verdammt. Der weiß ja über alles Bescheid, Mann. Mach's dir doch gemütlich. Okay. Der Boss. Würde mich nicht wundern, wenn das ein Jacuzzi wäre. Aber lass uns überraschen. So. Du musst Kazuma-san sein. Ich habe dich bereits erwartet. Komm rein. Geh zum Gebäude am Ende. Was ist das für ein Ort? Hehehehe, das ist das Fegefeuer. Es gibt nichts, was Kage nicht weiß. Der legendäre Informant, hä? Okay. Stellt euch auf einen langwierigen Kampf ein. Das wird heftig. Wow, wie cool ist das? Kazuma Kiryu. You don't waste any time. Right out of the pen and straight into a ruckus. I take it you're Kage. What do you want to know? I want details on the 10 billion yen stolen from the Tojo clan, and also on two sisters, Yumi and Mizuki. Some cash might help jog my memory. How much is it gonna take? That kind of information costs. I have men set up everywhere. The color of the hostess is shady deals, unsolved murders. Eventually it all gets back to me. I piece it together like a grimy jigsaw puzzle, then provide the precise details requested by my clients. That's why the information I provide is so expensive, get it? I don't have the money now, but I don't have any time either. Oh, I know. Hey. Wait. 10 years ago, the name Dragon of Dojima was very formidable. I hate the fucking Yakuza to death. Still, informants tend to be voyeurs. It's our fucking hobby. So I'm really intrigued to see how you're gonna try to fuck the entire Tojo clan. So you're... Still, I am a businessman, so I can't set a bad example by just giving you information. I try to be fair, see? So? I got work for you. Work that only the Dragon of Dojima could do. Okay. Ach ja, Cage. Kleiner Cage-Kampf. Underground ring. Exactly. Our customers are rich bastards with too much money, and freaks who get off on blood and violence. The fighters can either kill or be killed. So this is purgatory? And death's door is just around the corner. So what is this work that only I can do? You have to win 3 matches in a row. If you can do that, then you will have earned your information, Kazuma. Was ist ja fies? Quid quo pro. Was? Ich will was von ihm. Und als
Gegenleistung will er was von mir. Ja, aber das sehen wir im nächsten Part, meine Freunde. Bis dahin, tschüss, Sikowski.